Stock Markets ist das nächste Ding, was Lothar Jahre ist abgekommen. Mir denkt nicht von Stock Market zu meinen Jahren, junge Jahre. Das ist niemals interessiert worden. Die sind Lothar Jahre mal abgekommen, die Stock Markets. Und ich sehe auch nicht bekannt an alle Stock Markets. Sie sind, glaube ich, Dollar, viel von den Dollars. Ich sehe, aber ich weiß, dass das System von den Stock Markets, als die selbst hier vor, was das Kreditkort und all das ist, dass wir nicht glauben an Ding, wo wir Lothar nicht dort kriegen. Nach ein wichtiges Ding, was an den Stock Markets schaffen hat, wenn ich reich zu holen habe, zum Beispiel Walmart, das sind die Schafe von Stock Markets. Und sie tun über Radio vielmal die Markets bekannt machen, was die Shares wert sind. Jo? Die gehen ab und rauf. Du hast noch aus, dass die Schafe gut hat oder schlecht hat. Je best wird es an der Economy. Du hast noch, wo die drehen hat. Wenn die Economy rauf geht, dann gehen die Shares rauf. Wenn die nab geht, dann nab. Und dann setzen Menschen vielmal am Computer und weil ihre Shares von hier vertreiben durch haben, können sie in einer Tag tun. Früher dann würden wir haben müssen, mit Pier durch Hand vor, und Schacher mit dem Mann und ein Papierhahn rätchen oder was, dass das am Handel ging. Von daher geht das alle an Office zu tun am Computer. Und dann ist es so einfach zu setzen und zu gamblen an, wie das auf Englisch. Stock Markets von eigentlich nicht anders stoppen. Was ist der Jäst an uns, dass uns Schein wird gehen, von hier durch Hand fliehen, von dort durch Hand fliehen, Tom, uns ist nochmal schnell hergekommen. Hier ist ein Thema, was ich Lothar will von reden. Aber das, was passiert in der Welt, dass wir viele Menschen in Christen Bannen sind, die versägt ihre Sohle in der Hechte kriegen, warum Computer setzen und schaffen. Das, was Welt Mode ist. Ich sage nicht, dass das ein Sinn ist, oder ihr habt es nicht zwischen Sinn und nicht sehen. Ich glaube das. Ich will nicht sagen, dass das unbedingt ein Sinn ist, aber ich glaube, das ist nicht unter dem Schirm. Unter dem Schirm von Gottes Sehen. Erst anbeide, dann utnutzen. Oh, hier Company Nummer sein, heute Leute. Stock Market System wird gemäß brückt. Und ich sehe nicht bekannt noch, dass ich krieg weit, wo der Kont ist. Aber die große Geschäfte haben Axe zu holen, dass die Stock Markets wurden noch gekontrollt von der Regierung, dass die man was das Reich hat. Aber unter dem System gehen wir kleine Companies und dann das selbe System brücken und ran dort wieder. Und was sie kennen tun, sie kennen zum Beispiel in die Schafe anfangen für einmal 100.000 Dollar. Das ist einer der, was ich eigentlich wie war einmal in Stock Market System anfangen. Und ich mag, dass ich in die Schafe ob, das kann ein Stuhl sein oder ein Kleiderstuhl, was immer das, für 100.000 Dollar, und dann der Arm bei den Shares zu verkaufen. Und dann sind die Shareholder, die kaufen vielleicht Share. Erst zum Anfang ein paar, dort dort ein Abkommen machen, 150.000. Dann kann er eine Rechnung abstellen, dass sie geschafft hat von 100.000 und 150 geschafft. Das hat er gewonnen. Dann kann er noch wieder arbeiten. Und dann kriegt er dort noch 200. Und dann ist es so viel geraten, dann kann er seine Rechnung abstellen von ein paar Jahren, wo er geboren hat. Und die so abstellen, dass er ein paar hundert, nicht ein paar hundert, aber 100.000 hat er gewonnen. Und dann, wenn er die Economy besiegt, kann er nachnehmen, dann ist er geschafft, dort, was er hat. Die Sohle noch mal mit einer Hechschuhe, wenn es heute läuft, er hat ein feines Stuhl, ein feines Gebiet, hat feine Sachen dabei, hat 200 gekostet, dort zu kommen, er kann dort nun abschreiben, nur 300, wenn es dort, was das wird ist. Dann schreibt er dort noch nur 300, dann wies die Rechnung so, er hat 100.000 verdient. Das ist die Rechnung, wie sie das. Dann kann er gehen nur die, und sage, hey, was du nicht Port nehmen an das Geschäft, ich hatte 3 Jahre, ich habe 100.000 nachher gegangen, ich hast du 33% Interest an dein Investment, an dein Geld, was du der neue Stock hast. Was du hier auch Share nehmen? Ah ja, das ist gut, 3 Jahre Erfahrung. Dann nimmst du ein Schafster Share. Und dann kann er das nächste Jahr Ware abstellen, dann hat er noch Ware gewassen, und dann kann er dort Ware treibstellen, so ist es am Jankert. Hey, kann ich krieg, wenn er zu weit wird, dann ist es. Dann würde Menschen das anwarten. Aber wenn ich ein Geschäftsmann esse, ich kriege der Hänger aus, der wird das nicht an, der lässt sich dann an schäupen. Und damit kann er sein Geschäft Wasser haben. Wenn er erst dort ist, oder dort im Marana hat, dann kann er nehmen Bäcker rüt und sagen, was der Manager dann sagte, ändert dem Company Nummer, verschäupen dort an der Sociedad und fangen sein Geld an rüt zu nehmen.
Nur feier 5 Jahre kann er sein Geld rein, alle Rüt nehmen. 100.000 auf einen neuen Stock und dann vielleicht 200 Rüt. Ladet die Schafe ran, aus dort am Boot oder nicht, zum Kriegen. Don't. Wenn er bankrupt geht, hey, hat sie nur mal bitte, das rennt an ja Company Nummer, Management System. Und dann so war ich. Das, was fehlt, bei das Titel tun. Das ist bloß ein bisschen Bild. Was Stock Market System kann tun an ihnen. Warne weg in nächste Session. Erst anbeide dann utnutzen, das wird das auch mit eines. Binge, nicht vertraue Contracts. Weltel dit System als, ich will die Binge, dat du was für mich schaff. Wat mag ich dann tun? Dann mag vertraue als du nicht. Du kannst nicht auf mich vertraue, ich kann nicht auf die vertraue haben. Ich will das so tun, dass ich mein Geld habe. Wenn ich dir alles sage und vertraue, dann will ich es nicht tun. Wenn ich mein Geld habe, du mir geben was. So ich mit die Binge, damit du mir dort was geben, was ich will haben. Wie kann ich vertraue schaffen? Und dann müssen wir Contracts machen, dass dort auch passieren wird. Wenn ich dir dort anbiete und du was ja sei oder tau und du was ein Jahr geschafft hast, dann sitzt, was ich da, dann was du dort weggewählen. So mir fehlt ein Contract, was du unterschrieben hast, was du was ein Jahr mir so viel Geld geben, was ich will haben. Das wird Welt jetzt schaffen wird. Und dort muss ich meine Kontrolle haben. Dort muss ich Kontrolle haben, dass ich am Weg anbinde, dort auch ausgeführt wird. Das wird uns jetzt. Dann Nummer 15, mache die Reit von Multhaken. Das ist ein Ding, was ich aus einer Frage anstellen will für jünd. Was wird das System, wenn wir nicht von 20, dann darf ich noch gleich 20, wie darf ich 10 Jahre zurückdenken. Wo das abgesteppt haben mit dem ganzen Market System in der Welt. Und erst wie das ging, das immer von, dass ich sehe, von Geld nur Sohle, von Sohle nur die Banken, von Banken nur Kreditkarte, Bankchecks und all die Dinge. Über dem nur das Internet mit all die Electronic Transactions, was da gehen zu machen. Das System rennt alle. Und gehen eine große Sohle haben und direkt zu fliehen. Und ungefähr saß, bei 8 Jahren trägt, sind mir irgendwo aufgegangen, etwas zum anderen Ding. Und ich kann was davon vertellen, von zum Beispiel in Kanada, wenn ich mal da saß, 7 Jahre trägt, dann wird eine Kuh krank. Und was dort verursacht hat, auf der ganzen Welt. Und dort Fleisch, die Fleischfarmer, die Kuhfarmer, die leiden von Dorgen nach, von saß ja trägt, von der einen Kuh, was krank wird. Was endlich reich nicht mit Fleischkrankheit Menschen essen zu tun hat. Das ist ein System, was in der Welt rannet, was das Dohl bringt, die Gerechtigkeit, wo wir sehen, die trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, bereit Dohl und das System rannt. Nicht gleich lang trägt, wie das, wenn eine Schwindskrankheit ist, das sind alle bekannt. Eine Schwindskrankheit, die heute bloß Schwindskrankheit, hat nichts zu tun mit dem, wie Menschen waren krank waren von Schwindfleisch. Aber was ihr braucht, um all die Schwindsformen bloß unterdrücken. Jetzt kaputt. Nun habe ich die Geschichte gelesen von der Toyota Company. Die haben so ein Korea gemacht, was nicht kriegreich schaffen, was ein bisschen stecken down. Und ist doch mal wo eine Früh, ich weiß nicht wofür, vielleicht 5 Accidents gegeben davon. Na, nicht tun, dass die Company seine Dole zu kriegen. Und weil ich nicht mal bloß, dass die 40 Effekte selber waren. Nicht tun, dass all die, was 40 haben, tun, dass der große Notarius oder was immer das tun. Dann ist ein großer Brief abstellen und soll die ganze Toyota Company für jeder Chor, was in der ganzen Stadt ist, Geld geben, wenn es die Chore sind, mit wenn ihr wird geworden, das ist. Ich habe eine Chor gekauft für 10.000 Dollar, wenn ich nicht verzeihen will, kriegt man auch, wenn es die hat, Troubles gemacht. So die 2.000 Dollar, weil ich habe, soll die Company nicht mehr betonen. Wir waren nicht an, was feiert, die Präsidenten, die gehen mit der Dollar mit. Was jetzt passiert hier? Die Welt ist ein eine Ungerechtigkeit bauen, wo wir mit an sind. Und da habe ich gefragt, wenn das Multhaken, ich weiß nicht, was ich glaube, ich glaube, dass Multhaken haft zu tun mit einer Geldverwaltung. Das ist, was ich glaube. Und ich weiß nicht, ob dort noch mal was kommen kann mit der Saas, und Saas ist saastig, dort lade ich ab, da will ich hier nicht von reden. Aber ich weiß, dass die teuflische Jäs, was dort drüber hat, und das ist ein Jäs, was nicht unter der Feier wir drüben haft, dort weiß wir alle, dort glaube ich alle. So wer wie unja die Feier wird gonna stone, dort wie nicht derbe, ma dort mat wackle.
En dat is hoe ik weet, dat is wat in de wereld passiert heeft. De mensen die horen daar aan de aanwaarheid en leven dort verzekerd de aanwaarheid uit te leven, als wat werkelijk waarheid is. Nou, dat andere bezit wat ze meenen nog zeiden, dat was een meeting in Canada, dat vlees, dat schwindvlees en de moeks, en zij aan de sturen, Safeways en al die sturen, dat draait nog krijgse zij als eenmaal. Hoe blijft dat? Dat blijft aan de geschichte. Zo, ik leef hier op te wachten wat passiert dat. Oké, we willen Sektion 3 nu nemen. Wat is welches Geld, Schuld, Kredit für uns, als Christen? Das nächste Nummer 4 haben wir, was wie Christen wollen tun. Und das Nummer 3 ist, was ist für uns wichtig? Nummer 1, das erste haben wir die Feier wieder, true, abrechtig, weise und zufrieden. So waren wir dort die Träger, ausgenutzt von Gott. Dort ist das Wichtigste eine Geldverwaltung auch, um an die Sehnungen zu sein. Nummer 2 ist Sehen oder Glück. Und da habe ich hier schon ein Klimbett von, ich will ein Klimbett mehr erklären. Some Menschen haben mich gefragt, was kostet Sehen und Glück in den Einteilen? Wie viel der Rede von, wie hat Glück gehabt mit unser Arndt? Oder wie hat ein Glück gehabt mit unser Schaf? Was ich in den Einteilen will, ist bloß zu verstehen an uns selbst, nicht unbedingt für den anderen zu sein, du hast Glück oder du hast Sehen, aber unsere Einstellung an uns in das Leben und Glück ja, tauscht dann zu sein, als besser unserem Sehen als ab Glück. Wir als Christen, wir sind glücklich, wann wir gesehnt wurden. Das meint nicht, dass Glück bloß in Welt, wo jetzt wird es. Aber die Welt, wo die Anstellung verlangt, Dollar um Glück aus nur sehen. Wenn es die Sehen als Messen sind, wo wir was am Donen, dann wird Gott es sehen. Zum Beispiel, eine Person ist krank. Wir glauben an Gottes Wunder. Wir glauben, Gott kann Menschen heilen. Jesus steht. Und Jesus kann von dort. Die Wunder sind doch von dort nach, dort er kann wem heilen. Aber wir tun viel mal, ab Knien und Gott gehen und prachen, er soll uns heilen. Na, der Hei uns offenbar, hey, hast du all dort und dort versagt? Dann gehen wir in Physik, wir dort zu tun, dann heilt er uns. Dort sind Sehen, dort Hei uns heilet. Wenn wir zum Beispiel, ich will dort nicht in Glück machen, was Gott tut, dort ist eine Genot, aber zum Beispiel, uns Fleisch wird manchmal wünschen, wenn wir krank sind, dort ist mir so anmöglich, ich will mich nicht mal hängt auf Fot und bete Gott, Herr, halt mich, dass ich gesund werde, dann wird wir feilen, rutscht das weich, dann ist das weich. Dort wird wir gleichen. Wir gleichen nicht zu suffern, wir gleichen nicht zu leiden. Dann wird wir furz, einmal. So, wenn es sich eine Schnarrenes hat, würde ich Gott fragen, dann wird er weich, ja? Heute hat uns sehen, ob dort, was wir tun, haben uns Verstand gegeben, dort wird ich sehen, und dort gleicht er. Am interessiert dort. Er will haben, wie soll uns selbst weiter. Er will haben, wie soll er noch verdienen, wie soll er noch Geld machen, um dort wie selbst können leben, dort wie nicht derbe, bloß einmal auf Knie legen und beten, oder Mana, was er rausschmeißt. Nur er will haben, wie soll er selbst schaffen, selbst ins Verstand brücken, eine Geldverwaltung, dann der er sehen. Und dort hat er so viele Städte versprochen, dort will wir leben, und dort will wir leben. Das ist nicht bloß Glück. Glück ist, hat Glück erklärt, zum Beispiel, du forschst für lange Wochen, und fängst dort Südkiste an mit Düsentasch, kostet Millionär geworden in einer Minute. Dann würde ich sagen, ich habe Glück gehabt. Dort ist nicht unbedingt ein Sehen. Dort kann ein Ansehen sein. Was würden wir tun mit dort? Würden wir Gott verjeten? Oder würden uns dort nur bringen, nur Gott? Sicher, wenn wir heute geprägt haben, Gott um Help, unsere Familie hungert uns, wir jingen, wo wir haben, sind in der Help, seht ihr, wir fangen an Geldtasch mit Geld, an Südkiste mit Geld. Wird wir sagen, jetzt ein Sehen. Gott hat mich gesehnt, ob dort, was ich anfange zu tun. Ich bin eng, ich ging los, ich sehe mich mit dort Geld fingen. Ich habe verstanden, was Unterschied ist von Sehen oder Glück. Ich lebe ans Leben, welcher wieder einstellt, wie im Sehen leben dann. Okay, Nummer drei, Tiernobasch zum Sehen oder zu der Lust. Nun werden wir das umdrehen, wie wir alle gesehen sind, so, was da wie mit anderen Obasch, da wie die Sehne oder da wie die zu loslegen. Das ist eine Einstellung, warum hat, was wir können haben. Freuen wir uns,
wenn wir gerne dem anderen zum Sehen sind, oder freuen wir uns, wenn der uns zum Sehen sind. So wenn wir verlangen und sehen von dem Nachbar, dann sind wir dem verlost. Wenn er uns zum Sehen sein, dann schrieb er das von Gott. So dass eine Einstellung an uns war, was unterschiedlich ist. Und wenn wir so denken, und wir hatten hier einen Nachbar im Dorf, und ich wohne auch, und ich denke so, well, das ist handlich, wir sind hier uns alle gut, und die gleichen mir alle, das ist möglich. Well, ich darf mir da nicht in Boschaka schäpen. Ich kann mir nur Nachbar gehen liegen. Und ich darf mir nicht eine Maske schäpen, ich kann den nur Nachbar gehen liegen. Ich darf mir nicht ein Homa schäpen, ich kann ihm da liegen, wenn mir dem fehlt. So, und ich hatte hier Nachbar, und wenn ich einmal den Monat gehe vom Nachbar liegen, dort wird er nicht bothern. Oder ich habe eine Einstellung, dass der Oberhaft nicht eine Maske hat. Ich war mir eine Scheibe, mir fehlt immer einmal das Jahr. Aber ich war eine Scheibe und ich war nur bei Seite, kostet weil ich liebe, brauchst du dir nicht eine Scheibe. Und ich dachte, den war ich alle Tieren oben. Und mag dort an mir klar, einmal im Monat soll jeder Nachbar antworten, dass ich hier wohne. Mit und sehen. Was wird dann passieren, wenn ich dem Ex wird begehen? Dann habe ich Tieren oben, was mir bei dem Ex wird bestehen. Dann sind das Tieren, bitte die Gerätschaft, was Gott brücken kann, um den Ex zu covern. Das ist, was Gott schenkt. Das ist, was wir sehen, was wir tun. Das ist dabei, aus wie viel Geld, aus dem 1000 Dollar halbst oder 1 Dollar, das ist kein Unterschied, das haben wir dem Sehen zu tun. Das ist viel mehr wert mit 1 Dollar dem Nachbar sehen, als ohne Sehen dem 1000 Dollar geben. Wenn es die sehen es und denken, was alles covert, den ganzen Rotrand hält. Schuld meint gebungen sein, und das macht betont. Weil die Schuld frei, das ist der einzige Weg, zum glücklich sein. Wenn du Schuld hast, das meint euch glücklich. Schuld frei meint glücklich. Weil wenn Schuld euch glücklich meint, dann hat Schuld mit dem Teufel seine Arbeit zu tun. Nun versteht mich nicht so, dass ich niemals gerne wo Geld am Dohltisch und jemand am sich anvertraue, aber in der Bibel fing wir nicht Sehnungen auf Schuld. Das meist am Fluch ab dort. So wenn man denkt, Schuld meint gebungen sein und die teuflische Beine. Dann haben wir fünf anvertraute Geld als eine Verantwortung. Nu reden we van datzelfde ding. Want ik die geld onvertrouwd hou, dat is wie plattisch reden, wat ik zei, du bist mir geld schuldig, joh. No, du bist mir nicht geld schuldig. Ik had die dat onvertrouwd, dat kost du brokken, kracht is ik dat brok, Gott jenever. Gott heeft mij dat ook onvertrouwd, dat er heb niet mijn geld, dat is niet mal mijn charpa. Die heeft hij mij gegeeft, so heeft hij mij dat haben goed gegeeft. Und wenn ich die dort gebe, das ist bloß ein Widerrede, was er mir gibt, und da will er haben. Wie soll er sehen und ein Widerrede? So, wenn ich die dort lote, für einen Monat, bist du einen Monat kein Schuld. Aber die Minute, was du schuldig bist, das aufzutun, was bereit ist, das aufzutun, von da an bist du Schuld. So, Schuld meint, gebungen sein, und das wird betont. Unsere Sünde Schuld hat Jesus betont, das glaube ich alle, ja. Der ist betont. So schafft man Geld auch. Anvertrautes Geld ist eine Verantwortung. Der Unterschied von Feier und Fief hat ihn erklärt. Sie schuldfrei. Dort sehe ich, habe ich den Hängersten sieht. Schuldfrei ist sehr important zu haben, zu sein. Schafft Leber mit anvertrautes Geld. Und ich, hier war er, wo ich sage, ich will gleich auf ich könnte nur sagen, dass all die Schuld ist, wie das Name, dass das andere heißt. No. Dort hat ein Jünd anstelle aus somebody, irgendwer, hat Jünd dort anvertraut. Und wenn wer Jünd dort anvertraut, dann will die Trüma dort angehen. Dort ist deibar aus Schuld oder Kredit. Und dann Gott aus dem Wirt hat. Und jeder denkt, was die tun, Entscheidungen, was die machen, gut immer nur Gott. Die Sehenskron, was ich gerade habe, hat immer da in ihr Rimm haft. Portstunde mit Arbeit und Geld. Ich glaube, das ist wichtig, wenn die Portstunde, das ich rede nicht von Geld, liegen oder nicht liegen, beide Wege.
Wenn ich Geld habe und du hast nicht Geld, aber du hast die Gereitschaft, wo man die Kost schafft, oder du hast die Schafe, wo du die Kost mit Schafe, zu allen Eierreichen, die fehlt über Wort haben, dass die Schafe voll machen, dass die dort drehen kannst, dass die anderen Menschen bedienen kannst, dann kannst du mich kommen und fragen, hey, hast du nicht was Geld, was ich hier schnell stecken, dass ich kann andere Menschen besser bedienen? Dann kann ich die Geld anvertrauen. Und so ist Gott ein Reich auf der Mitte sein, was ich soll tun, und mit meinem Geld habe ich ein Reich, die zu sein, jo, du kannst das haben, gib mir ein Port von dort, was du kriegst, für andere Menschen bedienen. Dann darf ich Port stehen und Gott seine Arbeit mit dem Wasser machen. Nummer 12 haben wir Drack oder Meier aus der Kost. Das ist eine sehr wichtige Sache für uns Plattdeutsche Mennoniten. Drack, Meier aus der Kost. Wenn die Meier was tun aus der Kost tun, dann wird es ziemlich sicher, dass der Runde Rot war, wo er weich kann. Dann wird es stöcker im Leben. Drack meine ich nicht unbedingt, dass du mit 12 oder 16 Stunden schaffen. Drack meine ich hier am Kopf. Das ist das manchmal Drack. Wie sagt er manchmal, das haben die Engel gestohlen und haben viel Drack. Oder wie fahren wir Boden und wir haben viel Drack. Oder du fährst nicht in die Arbeit, du warst nicht an, dass du nur bei Jens. Dann hast du Drack im Kopf. Drack meint, du hast ein Ding, wo du an denkst, weißt nicht, wo du das tun willst. Plans, aber wo du dort warst, keine Däune, fängst nicht in Weich dafür. Und dort kann Sorge sein, es sei ja dich die. Drack in Sorge, es sei ja dich taub. So, du hast so Drack, man hat eine Ding, was du was tun, dass es nicht Weisheit. Weisheit ist breit aufstahlen, da waren die vorher das, dass die Nobers, die Fehl, die Blume, die Wolke, die Bäume, Tiere, was da sind, die sind alle Bäume beim vorher. Dann kannst du die Nullote und dann die kostet, weil ich denke, und die Arbeit auch. Aber du reit bist, dann hast du nicht Drack. Dann bist du Opfer für alles. Wenn du mehr was tun als die Kost, das wird in Betracht kommen. Dann haben wir 13, in Gaudanome holen, oder abbühen. Wer von jünd hat in Gaudanome, hilft mal die Hand ab. Da sind zusammen, was da haben. Wer hat nicht in Gaudanome? Der hat nicht in Gaudanome. Die auch nicht. Es ist mal mehr Schuld, die ich jetzt noch mehr gegeben habe. Ich will von einem guten Namen reden, ich glaube, ich würde alle gleich in der Hand hechten haben. Guten Namen holen ist besser als einem abbühen. Ich frage gestern, wie ein guten Namen hat er registriert. Und da wird ein paar, die sagen, Lothar, sie wollen nicht pochen mit sich. Da werden sie sagen, sie haben nicht einen guten Namen. Na, wer ist dann Chris? Wollt ihr da eine Hand abheben oder wer dann auch nicht? Ja, dann doe je al. Oké. Wanneer ik een Christ zie, mijn ouderen hebben mij Daniel Pana ongegeven. Ja, dat is wat ik zie. En dat is mijn goud. En dat is een goud genomen, want zij hadden hem door hen gezet. Nu, de noem is goud. We hebben alle een goud genomen. Daar willen we niet even twijfelen. Krijg, want ik reden van mijn ouderen, die hebben mij hem gegeven. Dat andere part, wat heeft God mij gegeven? Die heeft dit noemen, der Charpa wird von ihr gemacht, da hat er noch ein Nomen angesagt. Als der Gott oder als der Schlag. Als der Nomen unter der Sehenskron oder als der Besieg, dort ist der Unterschied. Wenn du den O-An alle Wege fair hast, dann hast du einen schlechten Nomen. Aber wenn du dem dort nicht fair hast, dann hast du einen guten Nomen. So dass es nicht neidig die Nomen versägen, sei er zu loben, so ist jetzt einer Seite, wo er neidig ist, um ja die Krone zu bleiben. Dann darfst du nicht an die Nomen meistern, dann darfst du dem nicht verbessern, nicht verschlechtern. Das waren andere Antworten, die du von Nomen hast, und dann hast du einen guten Nomen. Aber wenn du einmal lehen wirst, glaubst du von einmal lehen, was die Nomen schlagen? Wer glaubt von einmal lehen, dann sind die Nomen verbracht? Ja, okay, mir freut es, dass ich die Hand abhebe, aber ich will hier noch einerlei Bi sein. Von einmal lehen, als die Nomen nicht schlechter geworden. Aber von dort nicht tauschen, das, wo du darauf plumpst. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und wir sind fleischlich, statt wie es mit einem hastig, lehen wir.
hoop ze van de andere het te zien. En weet je wat we doen als breider en zestre? Tien jaar gratis, dan wil ik nog die gaan, en die wil nog mee komen en ik je lachen, wil vrouw Dani. Als dit is, doet dat meis. Krijg nu vandaag bij me reden, want ik iemand eenmaal leeg was, dan ook kom je nog mee en vrouw, wat meis doet met dat? Du seht es dort, ist das so? Dann würde ich sagen, oh no, ich will nicht leben, ich ha ja. Dann hat mich nur noch raufgehen. Was sind die Stelle, und rede nicht zu mir davon, dann lohnt aber einmal redet, das wird zu mir davon, sagt, no, ich habe das nicht gelaufen. Okay, dann geht die Nummer auf. So wir wollen denken, wir sind unter die Gnade von Gott sein Sehensscharm, da unser Levi. Wir sind nicht für's verdammt. Uns nur plumpst nicht für's weich von einem Fehler mag, wo von den Fehler nicht tauscht ohne das, wo er drauf geht. Kriegst du es mit Schulden betonen? Wenn wir einmal nicht in Tita betont und die Menschen fragt, wird das nicht bereit, dass die 1. Januar betont und das nur die 1. Februar? Wenn der dann für's sagt, no, da bin ich bereit. Na, wir haben einen Kontrakt gemacht. Na ja, aber das wird nicht so statt. Dann wird die Nummer aufgehen. Aber wenn die dann für sagt, ah ja, das habe ich für jeden. Und ich will die für betonen. Dann wirst du dem nächsten Mal für wahr erleben, wenn du willst, an, er hat das für jeden und er will das für betonen. Da geht die Nummer nicht rauf. So, das ist wichtig, das ist auf zwei Seiten. Wir können nicht verlangen, eine Vollkommenheit von dem Nächsten, dann sind wir auch glücklich. Aber wir können auch nicht glückhaltig werden, über der Vollkommenheit, ein Ziel muss immer vollkommen sein. Geh dann nochmal holen und abbühren. Jewe bedeine, nehmen Vater, da habe ich ja ein Bett von gehört. Was habe ich von der Anstellung? Jetzt welche, was habe ich von der Anstellung am Jewen nehmen? Vater und bedeine sind zwei verschiedene Sorten. Wenn wir uns mal prüfen, da haben sich was, das ist viel welche, wofür die, als wir das haben oder als wir Geld machen können. Zufriedenheit ist eine Entscheidung. So ein Mensch, einer sagt mal zu mir, ja, wenn ich so viel Geld habe, und wenn ich Haus habe, und so viel Vater habe, dann würde ich auch zufrieden sein. Ich sage, no, das wirst du nicht. Wenn du nicht von Tagen nicht zufrieden bist, in der Lage, wo du bist, dann wirst du dann auch nicht zufrieden sein. Das ist eine Entscheidung. Und dort würde ich in aller Tirode, denk ich doch mal nein. Wenn du Essen und Kleider hast, und nicht zufrieden sind, dann fehlt es nicht an Geld. Dann fährt nicht Geld liegen, dann wird erst mit dort schaffen, dass ihr zufrieden war. Und an einer Zufriedenheit Geld liegen, eine Nüchternheit, dass ihr klar denken kann, das weiser aus an der Unzufriedenheit Geld liegen. Okay, dann gehen wir zur nächsten Sektion, Nummer 4. Was haben wir Christen von Ziel an Kredit in Schuld? Was ist der Unterschied von den Christen in der Welt? In der Wahrheit, weil ich sage, denk nicht so sehr an den Atheist, wie nennen wir den, der nicht Christ ist. No, die Anstellung am Hort. Was ist der Unterschied der Anstellung an mein Hort von weltlich denken oder von christlich denken? Stimmt das sehr, dass die Welt denken das? Weltlich denken, wieso? Dann da wie mit der Haken, kleben nur eins. Christlich denke, dann nehmen wir den Schäffel und Schäffel wahr. Erst rede ich von der Zufriedenheit. Ich gehe in Kanada mal noch, was ich spaziere da. Kleine Umtje. Sehr scharf, ja, Mann. Und dann frage ich einmal, wo hat das gemacht? Mir sagt sie, wir immer scharf, immer dankbar, immer zufrieden, hat immer Glück, hat immer noch Geld, das schafft alle. Wo hat das gemacht? Oh, sag ich, das ist ganz einfach. Gott hat eine Getreide Schäffel, da meint eine große Schäffel, und er kann spüren. Na, was meint dort? Seine Einstellung, wie Gott schert ihm unge, er muss schäffeln. Das ist, warum er dankbar und zufrieden ist, wie er Arbeit hat, er ist gesund, und der andere kommt bloß so viel. Dann stoppt er das ab. Das wird er eben, das wird er eben andeuten. Ich dachte so, da habe ich was zu lernen. So, nichts ist die Welt, wir haben eine andere Einstellung. Passt wie nennen in der Welt auch nicht. Aber unsere Einstellung passt wie nicht an der Geschäft, die nennen, was hier vor allem heavy sind. Oder an der Geschäft, die in Kotemung sind. Oder an die Business, was weltlich denken ist. Und dann sage ich der Geschäft, nur ich meine, so ist wie im Hortstunde dann. Wir passen nicht nennen an
Geld machen, wir passen nicht nähen an Haken. Wir sind am Schaffeln. Das ist unsere Einstellung, das ist unsere Nummer 1. Sind drü und abrechtig, okay, hier selber. Jo, das ist, was wir sind. Wir sind drü und abrechtig an Producer, nicht an Consumer, an Annehmer, an Bedienen, an Dienen. Jesus war hier Dienen. Das ist, was uns Christen war hier. Und ab dort Dienen nehmen wir alle Schriftfarge, was wir da haben, was Gott sagt, was er sehen wird. Die Sehnungen, das ist nicht die Tretschaffel. Das ist, was er versprochen hat. Wenn wir Dienen waren, wenn wir dem Spuren waren, nehmen und anfangen zu schaffen, dann wird er seine erste Tretschaffelbrück. Und wenn wir den Spuren nicht haben, und wir wollen den Haken nehmen, dann kann er doch gleich bei. Dann macht er doch, wo wir anfangen zu haken, macht er doch an Schaffeln. Und da sind noch 10 andere, die auch haken. So, dann jeder vielleicht alle dort haben, weil wir noch schwamm mit der Hand haben. So, unsere Einstellung macht seine Schaffeln. Bloß Rutschaffeln. Nicht unbedingt Geld. Sehnungen Rutschaffeln, dann habe ich versprochen, macht er Getreide Schaffeln, nennt er Schaffeln. Drehen abrecht, ich komme zu Ihnen. Gunne, Christe Bankrott. Hier sind welche, denk. Ich sage, nee, Christe Gunne nicht Bankrott. Das ist nur zum Bankrott Gunne. Wenn wir in der Gnade haben, die Sehenskrone gekriegt, dort ist uns Mittelpunkt. Der jährt niemals Bankrott. Geld kann alle fortgehen. Haben Gott kann alle weihgestohlen werden. Aber das ist nur zum Bankrott Gunne. Wenn wir dort die Gnade gekriegt haben, in ihr Leben tun, dann gehen wir nicht bankrott. Wir stehen auf dem Stein, wo kein Mensch kann dem sehen, dem Schatz nehmen. So, der ist nicht von Sinn von bankrott gehen. Nicht, wenn wir reden von Geld, okay, dann würde ich sagen, ich meine, anders bankrott gehen. Kann ein Christ so viel Geld liegen und so viel sich angehen und nicht Glück haben dort, dass er bankrott geht. Ich glaube dort nicht, dass das soll so wie. Ich will nicht sagen, niemals wird passieren, aber ich glaube, wenn wir an den Glauben zu Gott holen, mit den Sehnungen, die er gegeben hat, dann darf ein Christ nicht bankrott gehen. Und dann dort habe ich die 7 und 8 und 9 Taub, nochmal saß, wo wir nur dort haben. 7 und 8 und 9 sage ich, frage nur Rot, gebe Rot und nehme Verantwortung ab dem Rot, was ich gebe oder was ich nehme. So, das sind welche Dinge, was ich glaube, was besonders jüngere Menschen und auch nicht bloß junge, die alle auch. Wenn ich eine Entscheidung will machen, eine ziemlich große, zum Beispiel, ich sehe 100.000 Dollar im Wert und ich will 15.000 Dollar, ich denke, bei angehen, um das Gerät zu machen. Das ist groß genug, um zu gehen, nur zu fragen. Wenn ich sage, wem, dann meine Mutter. Und wenn das nicht tue, dann mein Opa. Oder meine Kinder. Oder mein Vater, was immer das ist. Rotfrage, das ist ein bisschen Gereitschaft, was Gott auch gemacht hat, was sehr viel Weisheit bringen wird. Rotfrage ist zum Verbehen von der Echse. Wenn die nur Weisheit fragen, dann, und Gott betet um Weisheit, und die gehen nicht nur Rotfrage, dann ist eins ja wahr, ich hinter den Echse schrecken. Dann kriege ich Rot, dann kriege ich Weisheit. Und die hinter sich Angst von Echse, na dann Gott fragt nur Rot. Und hier ist China zu alt, und China zu jung, China zu fad und China zu mockrig. Sie sind alle an der Lage, dass die China gehen nur rot fragen. Wo fragt ihr nur rot? Nur jen Freund, was jen immer alle Wege besteht, oder jen Freund, was kriegt so ein Jank hat, als die Welle? Wenn ihr Weisheit brücke, dann geht ihr nur so noch, was belebt hat, was die Welle tun. Wenn ihr Welle eine Reife ihr Schaf anfangen, dann geht ihr nur eine Reife ihr Schaf. Nicht nur so, was groß ein Jahr Träger auf euch fangen, dann gehe ich nur so, was all 10, 15 Jahre auf den Reffen geschafft hat. Und Erfahrungen auf der Bahn und auf Bewesen sind geschafft, was sagt ihr? Gut, dem nur rot fragen, wenn ihr wollen Reffen geschafft und fangen. Nach der Verantwortung, wenn ihr erst entschlossen habt, ja, dann gehe ich nur rot fragen, dann macht ihr eine Connection nachher, nur Gott, dass ihr unter dem Charme von den Sendungen bleiben und sagt zu Gott, hey, ich will rot haben und Weisheit, dass du deine Phone-Line aufmachen dort haben und flieh dort an dem Mann, der 15 Jahre auf Reffe geschafft hat, fällt ihm ab, dort, was mir fehlt. Dann geh an, dann nimm dir wieder, was er braucht. Dann hast du einen ganz stiefen Fout von dir nur Gott, nur Janem, dann futtert hier taub. Wenn du dem rot was sprichst,
dann wirst du unter dem Charme von der Sehnung, dann kannst du Trost wiedergehen. Das ist nicht eine Garantie, dass du erschreckt warst. Nein, das ist eine Garantie, dass du eine Sehnung erlebst. Das war das. Wie viel Geld du warst, machen, das sagt nicht, wenn es vielleicht hat Gott noch ein besseres Rot für dich, als viel Geld machen. Nach einem besseren Rot, wo du mehr Sehnung hast, als wenn du viel Geld machst. Und wo brief er an? Er brief dir noch an, was du für eine Anstellung hast. Wo der Teufel bei dir Kraft hat. Wenn er Kraft hat, mit Krieg, mit Geld, und dann alle Hunde da mit den Däsen, Schafs, und Sips und was immer, dort in Konfess, dann sagt er, ja, fangen wir auf ihr Schaf an, aber ich werde ihm so viel geben, dass du größte Leben hast, dass der Teufel nicht bei dir ankommt. Das weiß er bei an dort. Aber dort ist dann auch deine Sehnung, dort ist nicht unbedingt Geld. So dass ich dir nicht verspreche, du wirst schreck geworden, wenn du das Thema warst. Nur gehen. Okay, der andere sieht Jaffrot, das ist noch ein, welcher denkt, nicht reden wir von dem Reif, ihr scharfes Mann. Der Jaff nicht aus dem Rot. Wenn der die Knäckchen kriegt von Gott, und der Jaff sagt, dem Wort, er diesem soll Rot geben, dann kann er dem Rot unterstätten, mit der Kraft, was er von Gott kriegt. Und der Gott, was arm hat gesehen, 15 Jahre und hat Wasser, mit dort haben Gott, kann er diesem Rot geben, sei die, ich würde die Rote das Ding so und so zu tun, so anzufangen, und wenn du dort auf dem Weg was tun, und dort was nicht schaffen, ich würde die mit Geld halten. Dort ist ein Vorjahrrot. Wenn er bloß sagt, ja, kannst du auch ein Reifen hier schaffen, anfangen, wenn du was fängst, wird das. Wenn du was dir ein Hund los, ich oder Billion Hund los, ich dann wo ich auch, und ich was sein, auf wer da was stehen bleiben, dann ist da nicht ein Rot mit was er wird erst nehmen. Der rote Stern wird, wenn er in der Stadt wird, mit Wörtchen wird. Dann gehen wir trägen noch bankrott gehen. Das reife Jung braucht nicht bankrott gehen dann. Wenn der das, dann das Jana auch. Und wenn der das, dann wird Gott auch bankrott. Und Gott wird niemals bankrott. Das kann niemals eine Aktie machen, der wird niemals. So, und ja, der Sehenskrone gehen Christen nicht bankrott. Und rundherum bedachter weiser Budget. Das ist auch in Gereitschaft, was wir brauchen können, zum Planen. Und rundherum weiser bedachter Budget meint nicht bloß ein Budget. Das habe ich eh schon erklärt, was das Wort meint. Plattdeutsche viel kennen dort nicht. Ich habe das von Jung gelernt. Budget ist ein zukommender Plan. Kriegt das Reifehandel. Die haben einen Plan abgemacht, wie groß er will bauen. Wie viel Geld das wird kosten, wie viel Reife er verkaufen will und wie viel er verdienen kann, dort das wird schaffen. Das ist ein Budget, was er macht. Dann versägt er dort nur zu kommen. So, das sage ich nicht, dass er wird. Aber sein Plan ist, er macht nur, was die Vergangenheit ist. Was andere mit dem Reife schaffen, die haben, da haben die Nummer genommen und stellt sein Plan da noch ab, ich will auch es dort tun. Und dann kann ich den Plan abstellen und mit dem nur Janem gehen, dem wird in der Stadt, dann gehen wir dort noch. Und wie kriegst du einen Kontrakt zum Vertrauen? Holy, erst sehe ich, weltlich denken, muss man Kontrakt, wenn wir nicht Vertrauen haben. Wie kriegst du dann auch Kontrakt machen? Aber am Vertrauen zu holen. Nicht da, wenn ich die Welt Geld liehe, ich tue nicht da, wenn Kontrakt machen zwischen mir und die, wenn ich kann nicht Vertrauen auf die. Wenn ich nicht Vertrauen auf die habe, dann will ich dir nicht Geld liehen. Wenn es nicht weiß, dort, was Gott mir anvertraut hat, sagst du ihm, zu geben, was ich dort nicht anvertraut habe. Ich will das so nicht geben, was ich dort anvertraut habe. Das Vertrauen, das ist auch von Gott, und ist auch unter dem Sehensschirm, der will mir dort schaffen, ich vertraue die dort. Aber warum soll ich dann Kontrakt machen? Wenn es, ich will den Vertrauen holen. Ich weiß nicht, was für Champ du begehen warst. Ich weiß nicht, was für eine Echse Gott ich schicken wird. Dort weiß ich alle nicht. Wenn es ich kann nicht in den Hortland schicken. Wenn ich ein Vertrauen, die dort kann geben, dann mache ich einen Kontrakt und berede zu uns, dass dort nach einer Leib, wo er mit sehr fein ist, dann darf ich dort, nicht behaulen. Wir haben so viel geschafft, besiegt zu tun, dann darf ich dort nicht einmal am Kopf holen. Wir können dort abschreiben und schreiben, leider dort in ans Archiv an, und dann liegt dort da. Und dann einmal der Monat gehen wir in da wieder Archivos noch sein, checken, wo sind wir diesen Monat holen, und dann betonen wir dort. Und dann geht es wieder. Und da habe ich ein ans Budget. Welcher sehr wichtig, dass wir den Budget haben. Und auch den Kontrakt machen. Verantwortung über Ödlie.
Dat geld uitleen, of dat gereedschap uitleen, wat allemaal je doet, en een ander men denkt aanvertrouwen. Als zij aan nodig dat die jaren je weer uitleen dat, dat die zijn wijsheid van God brokken dat, dem andere mens te helpen. Dat zal allemaal aan die law zijn, dat hij de mens wel los mag. Niet bing. Zo wanneer je hem vraagt naar geld leen, dan zal hij eerst vragen, waarom moet je geld leen? Ik leef een jongere man, jongere lied, dat die geld leen doen is verständlich. Maar wanneer hij 40, 50 jaar is, en die moet dan komen geld leen, dan wordt hij gelijk te vragen, waarom moet je niet meer eenmaal geld leen? Wat is de oorzaak? Waarom is dat schijf gegaan dat je niet meer geld leen? En dan vragen, de schaft in je schaft niet? Hast du eigentlich gehört besonders? Bist du krank? Was ist das? Und die Verantwortung hat der Jan ja wer ütliert hat, dass die Frage hat, dass er dort Geld, was er ütliert hat, nur so eine Stelle liert hat, was so scharf ist, was 5 Cent hat er. Wenn er mit einmal dort Geld nur so einem Lied, was er bloß 1 Cent hat, dann nimmt er Teil an der Eierreichtigkeit, was der Mensch steht. So wie wir alle weiß angehen, arm ans Utlieren. Da wird viel zu einfach und leicht Geld utliert, sehr viel mal. Und ich glaube, wie Christus soll abwarten, dass wir Anerkennung geben für das, was Gott uns anvertraut hat, das hat er uns doppelt anvertraut. Erstens, wie sie alles schaffen, wann wir das wieder anvertraut oder auch unser Sinn genommen werden und unser Sinn sehen können. Dann haben wir 13 Menschen frei machen und steht Binge. Sehr viele Menschen, die liegen Geld uit en bingen dem. Krijg wat je van reden, weltlich denken. Wie bingen die dat du wast betalen? Oder wie liegen daar wen geld uit, wens desse die tolt me 18% anders of kompetje wat geld uit je liet voor 5% a monat, 5% a monat. Waarom doen ze dat, wens ze wel? Ze haken, die schaffelen niet. En wie, wenn wir Geld utliegen tun, wir sollen nicht auf so ein Weich, dass der Mensch bingen tut, wir sollen immer, dass er los wird. Und wenn er krank ist und hat Schuld, wo er tolle soll, oder er hat wel Acker oder was immer, kann ich, wenn er viel verdockt hat, dann sollen wir dem losmachen von seiner Gebungenheit, dass er nicht wieder schaffen kann. Dann werden wir dem helfen. Woran werden wir dem losmachen? Woran werden wir Christen niemals ein Mensch bingen, wenn es die Gnade, was Jesus Gott uns gegeben hat. Er hat uns losgekauft mit Gnade. Die Gnade haben wir getragen. Und das ist das Ding, was er will haben, was wir wieder drauf sollen. So, losmachen. Ein Ziel soll immer losmachen sein, am Utliegen. Auch am Liegen. Wenn wir liegen wollen, dann werden wir los werden, von wo immer wir gebungen sind. Okay, wir gehen Eva in die nächste Session. Sektion Nummer 5. Nu gaan we naar en ons in het leven. We hebben nu duidelijk gehoord hoe de wereld dat deed, hoe we Christen dat zullen doen, wat onze ervaringen zijn geweest. Nu hebben we maar reden van wat en ons is. Wat deed de ontscheidende ding te kopen of aan te gaan? Feier weg je weer, heb ik hier gebruikt. Een woord is Janka. Weet je wat dat meint? Dat woord Janka? Ja, ik leef je weiter aan alle. Heb je het maar wat je Janka? Ik leef je het half me alle. Hast du mal nichts gejankert, wer kann dann Hand abheben? Du, okay. Wo ist das dann? Ich kann sagen, ein Beispiel geben, wo mir das geht, wenn mir nichts gejankert, das war die Grippe. Und bloß die Grippe, dann geht es nachher, aber manchmal entschämpft, dass die mehr anmöglich ist und einer weiß nicht, was in der Kalte oder was in der nicht. Einer will nicht Kalte und einer will nicht Kalte, einem jankert nichts mehr. Dort ist es, das Leben wird sein, wenn der Janker da nicht wird. So, der Janker ist ein von der besten Goal, was Gott uns gegeben hat. So, manche sagen zu mir manchmal, wenn der Janker mal weich wird. Wenn der Wahn mal weich wird, ja. Dann frage ich manchmal, na, weißt du, was dann wird gehen, wenn ich noch Janker? Na, dann, wenn es wird, ich habe alle 100 Damen tun. Ja, was viel mehr Damen tun, wenn es geht, wenn es nicht. Wenn es ein Janker, die nicht tun. Der Janker ist ein wichtiges Ding, in dem wir durchlaufen, wo der ist. Fehler, das ist ein anderes Ding. Wie würde sagen, es fehlt rein einmal alles. Fehler ist ein welches Ding. Wenn wir dort Kontrolle mit dieser Feier, wir kennen, wählen, fehlen und jankere. Das sind die Dinge, die wir einmal brücken sollen und gleich wie ich auch tun, um Entscheidungen machen.
Als wie wat vraagt ongewone wellen, vraagt kijper en echt geld verbruiken, of geld op spaarkasseleier, wat allemaal de brug wie de feier weggeweerd. Hier zei het, zaad de feier weerd ware raak en die levensraad naam. Deze feier weerd, die moet je naam passen. En dan, nummer 1, jankert die dat? Kost die dat? Fehlt die dat? Dan hing er aan, was die dat? Dann sind die Frage, wo wenn Janka die Worte kippen? Also da wenn es dein Budget, dein Plan fördert hat? Oder also da wenn es andere tun? Oder also wenn es billig ist? Oder wenn du Geld hast? Oder hast du eine Kippsucht? Wer weiß, was das meint? Ja, da heben wir zusammen ab. Kippsucht. Hast du ein Schachergeist an die? Oder hast du Gove, was produzieren und zu beide? Wovon Geist hast du an die? Hier wurde geredet von des Janka Geist. Das ist ein Starter. So some Menschen, die wollen von hier bei Gottem kommen, Starter vor. Dort weit, die würden nicht bei dem Heilweg kommen, dann ist es nicht gesagt, jo. Ein Starter in Janka, die erst zum Anfang. Ich sage manchmal, wenn ich in Kompetio verlange, die Gouverneur Gas fordere, da sind immer ein paar Block. Das Janka, die mag mich, die zwei Block mehr immer das Salz hier danke geben. Und das ist ein John Deere Dealer, besiegt. So, wenn ich bei dem sehe, und jemand ist hier gleich seinem Parasino manchmal, wo? Parasino, wo heißt das Stuhl? Ich weiß nicht mehr, was heißt, ich würde alle weiter. Allemal, wenn ihr dort Stuhl seid, dann habe ich manchmal Angst, in der Wasser sollte ich danken, nicht? Und das ist, was der Janka tut. Der steckt das an. Der sagt hier, bang, nun ist das zu denken. Oder ihr seid über den Schmack geworden, bang, dann checkt ihr da an und denkt ihr von dort an. Sei ja, wird fallen, denkt, was wir brücken können, und das, was wir Mathe haben, um das, was wir bühen können. Aber, wenn wir dem die Wahl lassen, dann werden wir nur den nächsten Sieg gehen. Das ist Punkt 2 von der ersten. Prüf die Jäste an die. Ich nenne das Jäste. Ich nenne das Name, was wir wollen. Aber der Janka Jäst, der ist an uns. Und hier werden wir ein Klimat sehen, was der Janka Jäst alle annehmen hat, was der Wahl ich tät. Wenn du ein feiner Pickup hast, kostet sehr viel vor, schafft alles kracht, ist kein Fehler. Aber die Nova kennt man nie in den Haus. Dann fliegt der Janka gestern an. Dort das bloß. Wenn ein anderer das, ja. Dort akzeptiert die Welt. Nicht Janka hat mir einen Traktor gegeben. Der hat ihm gekauft, die Welt hat ja keiner. Habt ihr. Dort gleich hat ihr zu haben. Jana hat, ich würde auch gleich hier zuvor. Jetzt, wenn ich dem Wins kann vor, dass mir dort, wenn die Noba niemals kann, wie soll ich checken auf den Noba Armes, was nicht kann, warum wird wie dann? Aber wenn ich habt ihr, ich jetzt sie. Der Janka Jäst hat nur Sprecher für dort. Der schafft bloß noch. Der schafft bloß einmal wieder und wieder. Auf ganz. Dann schafft er nochmal bloß. Wenn die dann einmal ankommt, ich würde Mathe vielleicht ein bisschen leer wenn dem Noba, dann schafft der Janka Jäst noch einmal. Der hält noch gleich ab. Borre, Stehle, leer, Anwahrheit reden, das ist bloß ein. Das kriegt es, wenn ihr eine 48 Volt Batterie an dem Starter anknackt. Der schafft bloß noch. Und wenn du dort die Welle lassen mit dem Ding, dort so lang, bloß nennen, dem Wasser, dann mal einmal sagt der Janka, ja, sogar noch zu dem, mir fehlt das dem Zug. Und ich kann das dem Zug, wenn ich nicht Geld habe, aber wenn ich mit Lehe da, oder mit Anwahrheit rede da, dann kann ich das. Und dann kommt die Welle an, und ich soll das vielleicht tun, ich will das, und der Janka, ja, sagt, ja, du bloß, da was schaffen. Das, was wir wenn wir dem die Welle lassen, dann fährt er ganz bei dir. So sehr wichtig, der Janka Jäst, Brücke, wo dem fehlt, und nicht Brücke, wo dem nicht fehlt. Wenn er bei dir ist, dass der Welle Jäst auch anknallt hat, lässt sich regieren von dem Janka Jäst, dann sagt der Welle Jäst, ich da, ich kann und ich war. Das ist, was passieren wird. Du hast noch ein anderer Jäst, wo du dann sagst, wo wirst du dann dort tun, wo du das Ausschuld tun, oder dort tun, wo du Jan hast geplant zu tun. Dort ist mir Charakter tun, nicht schreibe ich das,
Voortaan wat passeren we dan uitving. Kan haar alleen. Ik kan mijn veld blijft dan gaan zitten. Dat weet je en ik ga niet ruimte ben. Wanneer je een veld hem trak niet. En je kan hem trak ook niet. Maar de Janke Jezus heeft dat alle aangenomen en voortdurig met dat. Dat is nu mijn aanzicht nu. Dat je raad dat vindt van zijn geldverwaltung en aan zijn ganse dietje mensheid. Die Janke, die wordt voor je lood op die steed, wordt hij niks zal. Dat zegt je aan je, Janke Jezus moet zijn poort doen. Dat zijn wertvolle denk, waar we hem niet verachten, niet misbruiken. Waar we hem doorbroken, waar God ons hem heeft niet gezegd toe. En die moet bekämpft worden. Oké, okay, go weer naar punt 3. Wer zie je, je kan niet hebben dat je hier niet, waar we nu maar horen aan ons. Wer zie je wat we doen? Wer zie ik, wat doe ik? Arm of rijk? Verlang ik bloos Emma? Of heb ik een aanstelling om gelijk wat af te delen? Wat hoest aan mij? Zie ik te druk dat ik niet tijd heb te denken van een ander mens dat jet? Of zie ik te meestig dat mij alle handen domme dingen bevallen te doen? God heeft mij een plan gegeven. God heeft mij goeie gegeven. Doe ik die zo aanwenden als hij die van mij gepland heeft? Of dan neem ik mijn ene Janke juist aan en schaaf zoals mij dat Janke had. Zie ik veel? Of zie ik vlietig? Te vlietig. Zou je nog maar te vlietig zijn? Vlietig meint aan een ding zeer bozig schaffen. Doe wie maar eenmaal te zeer aan een van dat viertel schaffen? Leg wie bloos den dag even op een knie en beden? Of doe wie bloos den dag even in de sturen voor de ram drijven? Oder dat we een dag even bloos schaaf om geld te maken. Oder dat we bloos allemaal holidays en campen voor. Maar de familie toop, alles. Dan zijn we vlietig met één ding en dat andere blijft hangen. Zo het is wichtig dat we dat ganze ding in betracht nemen dan. Zo wat hebben we van een aanstelling? Zie ik een geldmelker of een produceren? Dat is een wichtig ding wat ik leid wat de zinnesändering moet passeren. Een ziel zal niet zijn geld maken, zoals we dat namen. Zeg je, wie willen niet onje boer? Dat neemt me niet zo dat krijg niet of het onje boer even boer. No, niemals. Wie willen terug zijn met hem zijn wat we krijgen? Dat zal boer. Of een ziel is niet dat boer. Een ziel is wat te produceren. En wanneer we wat produceren doen, dat is zo'n wat de omgeving genutzen van je recht. Dan produceren we wat. Dat is ons ziel, ons weg waar we heen gaan. En dan verloot we ons op de versprekingen wat God deed en zijn trouw met dit zijn wat hij ons onvertrouwd heeft. Dan wordt het een gezegend leven geven. Vielleicht niet miljonair, maar een gezegend leven. Vraag ik mij toen gelijk, of jou met mij dat even anderen zien, ik gelijk. Daar wou ik mij wel aan, want we draaien doen in onze stap die heeft klein met mij korn uit de nobazine stap dat heeft een gevoel aan mij. En goed het gevoel, dat voelt zich makkelijk, onze stap heeft fijn aan je heeft. Maar wanneer ik ganz dicht bij verbonden zie met mijn noba, als een charpa, als dit vinger en dit vinger, dan deed mij dat niet zo veel uit, wat meent dat, dan feil ik met Jan om krijg zo mat. En dat is eindelijk wat we zullen doen, en dat vingen we in 1 Korinther kapitel 12, van die gove wat God het geven deed, zo so hij heeft hier een vinger geeft, en hier een vinger geeft, en hier een uur geeft, dat is een charpa, en dat is zoals dat schaft, wanneer ik deze hand brukt, deze hand verret zich. Want deze hand wordt weggevallen, deze deze staat. Automatisch, niet? Wens wie zijn een charpa. En dat dat kraak zo onderscheidt of we dicht op zijn of niet. Want wie niet in zelfs het jaarpaar zijn, dan vragen we ons plus van ons dat. Of wat doen we? Want de volgende keer waar ik valt, dan je hebt zo kan, niet? Dan als we dicht op zijn, dan is dat. En dat heb je ons prieven waar we zijn. Luwen we nog gelijk, of nog zien. Hier is de onderscheid wat je al zei. Wat hebben we van de aanstelling?
Leef is het rijk of is het arm? Dit is wat je denkt, wat ik leef in de geldverwaltung dan kan. We maken ons in standaard aan ik dat, in valt niet het woord bij daarvoor. We maken ons in ongeveer een level, hoe hoog we leven dan met de geldverwaltung. En daar we dan aanstellen, is het rijk of is het arm? Wat mij meestal zegt, want ten bijvoorbeeld ik voor naar de Kornarnd, checken. En dan zegt men, nou, waar ik mijn stoel voor. En ik wil aanchepen, of ik voor naar de Kornstraat voorbij. En dan zeg ik, er zijn veel warm mank. Mank om Korn. Oké, nu moet je spraatsen, dat weet ik. En wanneer ik spraatsen wil, dan kost mij dat geld, ja. So dan voor ik naar de stoel en cheip aan, dat wat mijn op abgeschreven. Of ik dus van zo'n ding maar half zo veel. Rem bloos wens ik de warm dat je zijn haar. Dat wat mij kostte, zo ik door hier eten of katten. Dan leef ik zo'n arm, wens. Mij valt ik zo, nu wil ik plus arm worden wat alle dood kunnen. Nu wil ik niet veel kijpen. Maar had ik haar een zeer smak geloten, fijn je schast en grote oren aan, dan wil ik dubbeld aan kijpen. Waar leef ik? Dat we een standaard hebben, dat we een moed hebben, waar we leven doen. Op vertrouwde God wat ons zijn, op het goal wat we gemaakt hebben, op het budget wat we gemaakt hebben, of dat we ons wijfelen laten van de gevielen wat in ons zijn. Hier geloof ik is een wichtig punt dat we dit arm of rijk leven, ons aanstaan, dat kan bloot, daar wil ik dan van reden. Wanneer ben je arm of rijk? Hier deed je al groots van reden. We kunnen meestal een dag zeer arm zijn, ook zeer rijk zijn, beides. En dat waar we te zien zaten, we willen ons rechten en nog de budget wat we gemaakt hebben en onder de charme van God te zijn blijven. Zie ik true of untrue? Niet bloos in het geld, maar ook aan onze arbeid. En de andere zenen. Sorry. En de andere zenen. Doe ik true zijn en andere zenen, of doe ik die vloegen? Wens ik me de andere, ik kreeg ook een goede arend, of wens ik me, ik kreeg niet ratere. Hoop ik van een om andere? Oder habe ich ein Ziel, wie ich hingehe. Habe ich mein Ziel gesagt, ich will schrotzen, der ich meine Jahre stärker lebe, oder würde ich gleich in der Hecht, ob sie ganz bald boven. Und dann plumpse ich rauf ganz bald unten. Ich glaube, ein Ziel soll sein, an Gott sein Plan zu bleiben, und was beständig, nicht unbedingt übertrieben, nicht unbedingt rauf.